Hallo, zurück hier bei Empire, wo ich gerade irgendwie einen Absturz von meinem Aufnahmeprogramm hatte. Zum Glück erst nach dem Bosskampf. Und das war jetzt irgendwie, ich bin ja, zum Glück habe ich einen zweiten Bildschirm und sehe das sofort, wenn irgendwas nicht stimmt. Ich hoffe, da funktioniert alles. Ich habe jetzt natürlich einen Speicherpunkt und der ist im Theater. Also ich bin einfach nur reingegangen. Was dann passiert ist, ist... Oh, hi. Wir waren ja noch nie in diesem Forum, ne? Wir haben den ja ausgelassen, als wir im Theater waren. Wir standen dort oben und es hat sich aktualisiert, dass wir Informationen über Edgar Swanseys Arbeit sammeln sollen. Und als Jonathan hier reingegangen ist, hat er sowas gesagt, wie von wegen, dass die Wachen hier drin geblieben sind, als sie uns hier mit Doris nach dem Kampf sozusagen hier drin gesehen haben. Da sind sie hier geblieben und er meinte irgendwas von wegen, dass Swansea hier sein muss. Ja. Kommen die jetzt runter? Oh, scheiße. Ist der nicht runtergegangen? Seht ihr, da kam jetzt wieder das mit der Doris Fletcher. Gott, ich dachte gerade. Ja, die Musik ist ja toll. Super. Ein starkes Blutserum. Ja, meins. Okay. Okay, mal. Waren wir hier unten drin? Ja, klar, waren wir. Oh. Oh. Oh, ein Stäbchenmann und ein Messermann. Was haben die denn für 31? Nu. No. Müssen wir da rein? Da haben wir einen Bosskampf gehabt. Nö. Also irgendjemand muss ich jetzt umbringen. Was haben die denn da oben für ein Level? Oh, die da oben, die hier stehen. 31. Ey, was ist da los? Was ist da los? Mal, wenn ich den überwältige, kriege, glaube ich, Blut von dem, ne? Mach ich einfach mal. Ich hoffe, der geht jetzt. Gehen sie los? So schnell bin ich nicht. Oh, sehr gut. Aua. Oh, war ein bisschen zu eilig. Aber wenigstens halt irgendwie... Ha! Ich wollte gerade sagen, warum ist da noch der andere Typ? Der mit seiner Fackel da. Kann das denn? Die machen immer noch keine Geräusche. Na komm, jetzt geht, versteck dich da nicht. Aua! Okay. Schläger von... Ist das der da unten drin steht? Warte mal, jetzt muss ich noch den anderen aufheben. Genau, wir waren hier oben, aber dann habe ich ja gesagt, nee, lass mal da lang gehen und dann war es auch schon wieder vorbei. Oh nee, Moment. So. Ich laufe mal ein bisschen langsam. Ich, oh ja, ich höre Ratten, stimmt, hier waren ja Ratten. Dass wir nicht die gleich auf dem, mich auf der Agenda haben. Da liegen Kreuze, das ist ja ganz toll. Denkt da, das hilft? Ihr Blödmänner? So, wer ist hier noch jemand? Hä? Achso, Hä? Wie wär's denn da von Dr. Swansea? Hä? Das ist doch ein Stäbchenmann und nicht Dr. Swansea. Ja, okay. Drei Leute, was haben die, wie sind die denn? Ach, guck mal, da ist ein kleiner Punkt. Das ist das, als ob es auf den drauf ist, ne? Nimmst du auf, Programm, das ist super. Okay, das, wir haben einen Stäbchenmann. Guck mal, kann ich irgendwie durchschalten?
kann irgendwie nicht durchschalten. Oh, guck mal, da hinten erleuchtet was. Scheiße. Ein Stäbchen, Mann. Ich schlitz dich auf, Mann. Und ein Fackelmann. Das ist wirklich ein Fackelmann. Fackelmann, nicht eine Firma. Das ist wirklich eine super Mischung. Oh, hallo Ratte, ich nehme dich mal mit. I have this thirst for blood. 32. Guck mal da. Du hast mich nicht gesehen. Ich werde es mal wieder. Ich suche das scheiß Tagebuch. Okay, kommen wir nicht lang. Oh, guten Morgen. Ich muss sagen, ich würde gerne noch einen von ihr haben. Wollen nicht gleich töten, Jonathan. Naja, wohl auch doch. Aber hier geht's nicht weiter. Da geht's nicht weiter. Müssen wir die jetzt unten töten? Was ich einfach mache? Anscheinend nichts. Das geht nicht, ne? Ja, genau. Ich möchte Dr. Swansea, warum kann ich denn die Leute nicht? Das ist sehr merkwürdig. Ich glaube, wir müssen da runter. Das ist nur so eine Vermutung. Da hinten geht's lang. Da hinten geht's noch lang. Guck mal an. Information über Dr. Swanseys Arbeit. Ihr seht, jetzt geht's hier nicht mehr. I cannot enter. Ist ja nicht schlimm. Wenn wir jetzt hier nichts finden. Oh scheiße, jetzt müssen wir da runter. Nein, kein Stäbchen, Mann. Die sind doch so scheiße. Die sind doch so scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. Und der ist Level 32. Was ist denn da hinten? Achso, ist eine Ratte. 31. Ich würde gerne die da hinten irgendwie sehen. Was ist denn hier unten los? Hier unten ging es doch auch da unten rein, ne? Naja, da geht's direkt auf die Bühne. Aber sonst ist hier nichts. Ah, das bringt mir auch nichts, direkt auf die Bühne zu gehen. Okay, wir gehen mal von unten da ran an die Sache. Macht mir schon einen Unterschied, ob du so ein Stäbchenmann mit, weiß ich nicht, grünem Level hast oder das ist sogar ein rotes Level, ne? Hat der ein rotes Level? Warte mal, kriegen wir das nochmal irgendwie hin? Den Stäbchenmann zu markieren? Rot. Rot ist nicht gut bei Gegnern. Es gibt viele Dinge, die sind gut, die rot sind. Kirschen zum Beispiel, aber rote Gegner, nein. Also ich meine, da ist ja auch die Zahl rot, ne? Super. Kann ich einfach abhauen? Ja. Der gibt dir viele, aber keine Kraft, du. Oh. Ah. Guten Morgen. Hi. Ah. Ach du Gott. Ach du Gott. Das war ja super. Ach du Gott, Verbrennung. Ja, guten Morgen. Hallo, meine Lieben. Kann ich die irgendwie separaten? Das ist nicht gut. Tschüss. Na ja, komm mal mit. Komm mal mit. Komm mal mit hier oben hin. Das ist eine gute Idee. Halt dich gut. Oh Gott, keine Ausdauer. Keine Ausdauer. Keine Ausdauer. Komm mal mit. Oh, guten Morgen.
Das ist ein bisschen witzig, muss ich sagen. Hilfe. Kommen Sie, meine Herren, alle nacheinander. Ich hab euch alle gleich lieb. Alles kein Problem. Oh Gott. Oh Gott. Die machen keine Geräusche, ne? Ja, ein paar. Sehr blöde. Also die... Was ist mit ihm? Was ist mit... Also die machen am Anfang, reden die, aber dann... Stäbchenmann hinter mir, Stäbchenmann hinter mir. Komm. Ihr Blödmänner, der ist jetzt damit beschäftigt. Aua! Okay, lass es. Einmal Ringelreihe spielen, meine Lieben, kommt mal her. Ja, hör auf hier rumzurennen. Bringt sowieso nichts. Du machst jetzt nicht dein Stäbchen da an. Haben wir gar keine Zeit für. Ich zieh hier mal voll was ab. Uiuiuiuiui. Jonathan! Meine Herren! Bin beeindruckt. Na, für'n Arsch, ne? Aua, aua. Fuck. Ah! Da haben die Schweine mich umrundet. Das gibt es doch nicht. Okay, das wird irgendwie nicht. Also, ja, super. Eine Kerze im Glam ist auch eine gute Idee. Ich bin irgendwie so ein bisschen tot, hätte das Gefühl. Super. Eigentlich ein paar poplige Gegner und dann... Also, was heißt poplig? Die sind schon ein bisschen überlevelig, ne? Aua, geht weg. Nein. Haha, viel zu viele auf einmal. Ist nicht so mein Ding. Komm ich durcheinander. Kommt ihr... Komm, put, ja. Kommt der andere jetzt hier hinten wieder hoch? Und kommt doch alle drei. Gar kein Problem. Kommt doch alle gleichzeitig zu mir. Oi. Du müsstest eigentlich langsam... Eigentlich... Ich wollte gerade sagen. Bei dem Stäbchen mal würde ich gerne die Ulti anwenden. Oh Gott, fuck. Ja, so viel dazu. So viel zu Ulti. Sag mal, krieg eigentlich kein Blut mehr? Ist das nicht mehr so drinne? Aha. Alter! Denkst du, sind hier ein paar poplige Gegner? Kannst du wirklich vergessen, ne? Poplig ist hier viel, aber... Nein! Oh Gott, ich wollte eigentlich da durch, aber... Nein! Ha! Gehen sie! Ach, sie gehen auch, bitte. Oh Gott, wenn ich meine Leiste angucke, wird mir schlecht. Aber so richtig. Kann ich mal... Vielleicht hilft das ja ein bisschen. Haben die mich jetzt aus den Augen verloren? Ist ja witzig. Ist ja witzig. Kann auch keinen markieren gerade. Der ist auch Level 22. Das ist ja... Warte, nein, ich will... Oh, geh aus der Markierung raus, Jonathan. Nein. Hä? Nicht markieren. Ja, genau. Das wollte ich machen. Nicht markieren. Weil man Oh Gott, wir brennen. Wir brennen und wir sind gleich tot. Ach, du Scheiße. Das ist nicht gut. Ich muss abhauen. Irgendwo hin, wo sie mich nicht sehen. Am besten. Ach du Fuck. Oh mein Gott. Ey, also wenn du erstmal eine falsche Taste... Nee, Moment, das geht, ne? Eine falsche Taste gedrückt hast, bist du am Arsch. Aber so richtig. Super. Wahrscheinlich kommt gleich... Weiß ich nicht, was mit Dr. Swans hier ist, aber wahrscheinlich kommt gleich wieder Mega-Monster-Boss-Kampf und ich verbrauche hier alles an so Typen. Ah, da merkt man halt den Unterschied zwischen den Leveln, ne, von den Gegnern. Was hat der Stäbchenmann eigentlich für, wo ist denn der? Ich wollte eigentlich wissen, was der Stäbchenmann für Schwächen hat. Da gucke ich nicht drauf weg. Also, Tiger, glaube ich, im letzten Part erklärt, dass das ultimativ schwierig ist für mich. Dann noch.
Habt ihr keinen Bock mehr oder was ist los? Wo seid ihr hin? Oh, da oben. Eigentlich würde ich ihn gerne markieren und hier weg. Ah! Ich muss mal kurz abmachen. Und er schlägt mich damit. Ich muss weg, ich muss weg, ich muss weg, ich muss weg. Ich muss ganz dringend weg. Ich weiß ja gar nicht warum. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Aber wir müssen hier rein. Habt ihr gesehen, als wir da oben standen und die uns gerade mal nicht gesehen haben? Der ist. Okay, war da Blut? Also Blutsachen sind nicht gut. Aber geh doch mal weg, du Blödhannel. Blutsachen, ich hab das Pferd nicht gesehen. Alles nicht geil, ich will jetzt nicht sterben. Selbst dieser Fackeltyp ist wirklich für den Arsch auf dem Level. 31 und 32, ey. Ey! Ich würde gerne Blut haben. Ich brauche halt Blut. Ich brauche so dringend Blut von denen. Ja, komm. Oh, nein, komm nicht hoch. Schlechte Idee. Ja, ist ja gut. Ich brauchte Blut, um mich zu heilen. Oh nein, Herr Stäbchenmann steht hinter mir. Ich sehe, dass er hinter mir steht. Ich habe es gesehen. Zum Glück nehmen wir so viel Blut auf. Alter! Ich möchte ja nur mal hinweisen, dass das kein Bosskampf ist, ne? Fürchterlich. Oh Gott, der ist tot, er ist tot. Ha! Ha! Sieg! So. Jetzt kommt erstmal Schatten und Blut. Naja, klar. Gar kein Ding, ne? Stirb! Stirb! Gott! Himmel, Arsch und Zwirn. Also, wenn man die erstmal hat. Teils gewöhnlich. Wenn man die hat, geht das alles. Das Ding ist, hab die erstmal, wenn drei so eine Hansels um dich rumstehen. Da hat keiner irgendwas. Wirklich nicht. So. Ich hab fast den ganzen Part damit verbracht, diese Leute jetzt. Sag mal, hat irgendjemand was verloren? Okay, jetzt untersuchen wir mal die ganze Sache. Um Himmels Willen. Kannst ja keinem erzählen. Mann. Bleistange, Patronen. Alles klar. Gib mir euer Loot. Wir werden ja Blutproben. Oh. Oh, McCallums Bericht. 11.06.18? 1918. Ich habe gerade Doris Fletchers Tagebuch fertig gelesen. Es war eine entsetzliche Qual. Mein Gott. Dieser Frau wollte ganz London zusetzen. Ihr Plan war es, alles zu infizieren, die zu ihrem nächsten Stück gekommen wären. Jetzt verstehe ich deutlich besser, was hier vor sich geht. Doris Fletcher hieß eigentlich Doris Jones. Sie war die Tochter einer Harriet Jones. What? Die lange im Pembroke Hospital behandelt wurde. Ganz offensichtlich hasste sie ihre Mutter. Ja, das hatten wir doch gelesen, ne? Sie nutzte aber ihre Berühmtheit, um nach ihr zu sehen, während sie die Armen und Kranken am East End besuchte. Ich weiß nicht genau, was dann passierte, aber so hat ihre Mutter sie infiziert, ehe sie zum Theater zurückkehrte. Und deshalb hat sie sich in das Monstrum verwandelt, das der als Jonathan Reed bekannte Blutsauger am Ende besiegt hat. Dass dieser Vampir sich im selben Krankenhaus aufhält, in dem Harriet Jones behandelt wurde, kann kein Zufall sein. Ich bin davon überzeugt, er hat einen größeren Anteil einer momentan in London wütenden Vampirseuche. Und ich bin überzeugt, dass Swansea sein Komplize ist und die beiden etwas Schreckliches planen, das alles in den Schatten stellen wird, was die Wachen von Brivenly erlebt haben. Vielleicht sollte ich auf der Suche nach Antworten ein wenig die alten Büchermanuskripte zu studieren, die Wache noch besitzt. Das könnte sich als nützlich erweisen. In der Zwischenzeit sollte ich wohl besser einige Patrouillen losschicken, um zu untersuchen, was im Pembroke Hospital vor sich geht. What? Ja, da kommt man natürlich. Da hatten wir ja gelesen, dass sie super den Hass auf ihre Mutter geschoben hat, ne? Harriet Jones ist Doris Fletchers Mutter. Und Harriet Jones hat ja diese Mutation auch, ne? Wie war denn das mit dem Typen, den wir verschont haben? Wie ist der Mr. Ist er Hampton? Die Stütze, ihr wisst, wen ich meine. Der auch ein Skull ist, den wir jetzt sozusagen irgendwie bekehrt haben und so. Und der unser Blut getrunken hat und dadurch
ne? Wo fing denn das an? Bei Harriet Jones. Aber wo fing das dann bei Harriet Jones an? Doris Fletcher was about to become a disaster. I'm getting close to having all the evidence. Schlüssel zur Theaterbühne. Aber sag mal, soll ich nicht irgendwo nur vielleicht ein Tagebuch rumliegen? Von dem guten Herrn Talltree? Ja, da geht's da rein. Was haben wir hier? Aluminiumteil und Schrotpatronen. Mal hier geht's. Hier geht's hier lang? Also, nee. Ja, sehr gut. Okay, hier ist auch wohl noch jemand. Klar! Wir könnten ja mal kurz. Die. Warte mal. Sehe ich die Quest nicht? Ja, für. Ist irgendwo hier drin? Tagebuch von Osha Tawtree, wo bist du? Habe ich irgendwas übersehen? Mir liegt eine Tasche, dachte gerade, Hellkalk aufnehmen. Kann ich nicht. Da, das ist eine Kerze. Hä? Ich habe Angst, dass wir wieder nicht rein können. Jetzt. Zur Theaterbühne. Oh je, oh je, ich mir schwand Böses. Böses. Was ist denn das hier alles? Das ist verschlossen, kommen wir gar nicht rein. Dem ist nicht so. Okay. Ich laufe mal gerne hier irgendwie langsam lang, weil, weiß nicht, irgendwie. Ich kann es nur mal wieder sagen, dass ich It's locked, all right. Es viel, viel angenehmer finde, als dieses hektische Hin und Her. So, wo ist denn Herr Swans? See. Oh nein. Oh nein, ich will nicht. Es ist nur einer. Ich hoffe. Oh nein. Oh. Oh fuck, ey. Hat auch noch so ein Scheiß, ne, so ein... Ah! Oh nein! Oh nein, oh nein. Ich muss ihn unbedingt töten. Oh Gott. Oh Gott. Ich hoffe, ich sterbe nicht. Oh Gott! Oh Gott! Hilfe! Teile, Schmiermittel. Wow. Was ist denn da? Super, mein Balken ist wirklich, ich habe die beste Voraussetzung, dass hier nichts drin ist, ist sehr gut. Okay, ich denke mal, Dr. Swansea ist dort hinter drin. Dort hinten drin. Aluminiumpulver. It's locked. It's locked. Jetzt mal ganz kurz. Wo soll denn dieses Tagebuch sein? Gibt's hier noch... Ich habe jetzt Angst, wenn wir jetzt hier reingehen. Oh ja, genau. Wenn wir jetzt hier reingehen, dass wir wieder nicht ins Theater können und dass ich das Tagebuch nicht bekomme. Aber ich habe doch alles abgesucht, oder? Oh Gott. Herr Swansea? Oh. Oh.
Oh, Scar. Oh, hier ist gar nicht das Spawnsy. Okay, kann ich nicht aufmachen. Wen hätte ich denn töten müssen, um diesen Tresor aufzumachen? Oh. Oh, Rhea Marshalls Memoirien. Ah, die Bruderschaft von St. Paulus Stola hat endlich zugestimmt, sich in London mit mir zu treffen. Sie hat ein Treffen in der neuen St. Paulus Cathedral vorgeschlagen. Der Geist und die Ernsthaftigkeit dieser Männer gefallen mir, wie symbolisch den Ort zu wählen, an dem ich dieses Desaster besiegt habe und an dem ich gefallen bin. Ich habe ihrem Vorschlag zugestimmt. Dort in der heiligen Stille der Kirche und unter den Augen Gottes hörten sie mir respektvoll zu. Sie räumten meinen Sieg über die bösen Kreaturen namens Dus Atros ein. Das einzige Verlangen dieser Sternfresserin bestand darin, Tod und Pestilenz zu verbreiten. Da sie anerkannten, dass ich London 1666 retten wollte, durfte ich mein innerstes Anliegen vortragen, das Blut des Hasses aufzuhalten. Ihr Primas versprach mir eine Antwort. Diese bestand nur aus einem Namen, die Tränen der Engel. Ihm zufolge vermag dieses uralte Rezept alles zu heilen. Es kann jede in die Finsternis entglittene Seele läutern und mein Blut reinigen. Gepriesen sei der Herr. Seit über 100 Jahren bin ich auf der Suche nach einem Heilmittel für das Blut des Hasses. Aber jetzt habe ich es vielleicht gefunden. Bald wird die Wut ein Ende haben. Bald kann ich das von mir begangene Unrecht wiedergutmachen und meine Fehler berichtigen. Jetzt muss ich nur noch die nötigen Zutaten für den Trank beschaffen, um ihn zubereiten zu können. Blut aus dem reinsten Herzen, gemischt mit Blut eines Königs. Solch seltene Zutat zu finden, bereitet mir nicht die größte Sorge, denn die Zeit arbeitet für mich. Der letzte Teil ängstigt mich. Reine Knoblauchessenz. Ich fürchte, dass es wortwörtlich Hölle schmerzen wird, wenn ich das Gegenmittel trinke. Aber wenn das der Preis ist, den ich zahlen muss, um meine Seele zu läutern, um meine Fehler zu korrigieren, bin ich willens, diese Qual von Schmerzen zu ertragen. Rhea Marshall. Okay. Blood of a pure heart. Garlic. Blood of a king. I don't understand. Perhaps this is what McCullum drank. I had better keep that in mind. Ja, seht ihr mal, stimmt. McCullum, ich hab doch die ganze Zeit auch mal gesagt, ne? Irgendwas hatte McCullum getrunken. Was haben wir hier? Jetzt wird schön, dass ich das gerade nicht aufnehmen konnte. Der Vampirritter, neues Sammelobjekt. Der Vampirritter. Rhea Marshall, vergesst die Legende dieses Mannes. Des einen, von dem die meisten von euch noch nie gehört haben. Ihr faulen Hunde. Vergesst die leere Gruft in der Temple Church. Vergesst die Toten, die starben, als sie nach ihm suchten. Wir, die einzige Wache von Priven, wissen, dass er sich weiterhin irgendwo versteckt. Das ist die einzige Tatsache, an die wir denken müssen. Es gibt doch ein kleines Detail, das wir noch beachten müssen. Der kleine Miskehr ist gerissen. Wie oft dachten wir schon, dass wir ihn eingekesselt hatten, nur um am Ende Spinnweben und Staub zu finden. Marshall ist seit tausenden Jahren ein Vampir. Wir haben nur eine Chance, wenn wir unser Vorgehen ändern. Also, euch faulen Hunde, hier sind ein paar Fragen an euch. An euch eine Antwort erwarte, bevor ich das Gerede über eine neue große Jagd auf den Blutsauger beginnt. Wer hat ihm geholfen, aus seinem Versteck unter der Temple Church zu entkommen? Temple Church? Ist das da mit den Platten? Wir wissen, dass Jahre bevor sie untersucht, ein privates Unternehmen den Auftrag erhielt, einen großen Sarg aus der Gruft zu entfernen. Was genau haben die Verräter der Bruderschaft von St. Paulus und Marshall beredet, als sie sich 1785 mit ihm in London trafen? Der Bericht über dieses Treffen wurde verbrannt, aber Zeugen behaupten, Marshall wollte Zugang zu einem speziellen Buch in der Bibliothek haben. Warum scheint die Monstrosität namens Lady Blackwood mit Marshall verbunden zu sein? Sie schrieben sich Briefe. Spitze der Bruderschaft sagen, sie kam 1786 nach London, um ihn zu treffen. Sie hat 1793 versucht, unauffällig sein Schloss in Wales zu erstehen. Doch sie floh, als sie von unserem furchtlosen Mentor Kendall Stone entdeckt wurde. Erkennt ihr das Muster nicht? Was ist in diesen paar Jahren passiert? Warum so viel Aufregung und Betriebsamkeit? Beantwortet diese Fragen, meine Brüder, und ihr findet den Weg zu Rhea Marshall, unserem berüchtigten Feind und dem ältesten Vampir Englands, der unserem gerechten Zorn seit jeher entkommen konnte. Aus kennt euer Freunde von Call Eldridge, Anführer der Wache von Priven. Wie sieht's eigentlich? Wir haben noch ein paar Sachen. Wahrscheinlich habe ich die einfach nur übersehen oder so. Vielleicht gehören ja auch dazu die Sachen von den Blinden. Oh, was ist das? Angeheftete Notiz.
Wartentresor. Bis auf Weiteres wird dieser Tresor zur Lagerung von vertraulichen Beweisstücken genutzt. Er muss stets abgeschlossen sein, wenn Sie Zugriff benötigen. Können Sie sich den Schlüssel bei mir im obersten Stockwerk abholen? Und vergessen Sie die verdammt nochmal nicht, ihn mir zurückzubringen, wenn Sie fertig sind. Rodney. I should find the key to that box. Habe ich das nicht gerade? It's locked. Key to that box. Ja, wo kriege ich die denn her? Ah, super. Da ist der Swansea. Wahrscheinlich ist da das Tagebuch drin, hä? Huh? Aber wie komme ich denn an... Sag mal, hab ich irgendwas übersehen? Oder lässt das alles bei Swansea da? Vielleicht kriege ich das von Swansea. Ich gucke jetzt hier nochmal alles durch. Das tut mir jetzt ja wirklich leid, aber das lässt mir sonst keine Ruhe. Da lässt mir keine Ruhe, keine Ruhe, keine Ruhe. Nicht das. Ich habe doch gerade. Also, ich habe ja gerade auch bemerkt, dass zum Beispiel bei dem. Bei dem Zettel ich auch das nicht gleich nehmen konnte. Ich musste irgendwie anders stehen. Aber hier war ja auch nichts weiter, oder? Hier war ja nichts weiter. Die anderen Räume hatte ich durchsucht, da war auch nichts. Das ist wahrscheinlich unten bei Swansea. Okay. Und wisst ihr, was mich richtig annervt? Zum Beispiel das hier. Aber ich kann es halt nicht lesen, ne? Es geht nicht. Aber es liegen auch öfter. Was mich richtig annerven würde, wenn ich mir zuschauen würde. Und ich jetzt den Part beende. Deswegen beende ich ihn nicht, auch wenn er schon überlänge hat. Ich mach's nicht. Ich gehe noch zu Swansea. Jetzt mal ehrlich, wo kriegt er den Tresor-Dings her? Oder hängt hier noch irgendwas? Ne. Ich weiß es nicht. Hilfe! Oh Gott, ich hab mich gerade erschrocken. Ich wollte gar nicht. Gerade sagen, steck mal wieder ein. Ich. Wartet mal. Edgar. Edgar, can you hear me? Jonathan, is it really you? Oh, oh. Super Idee. Easy. Easy. Save your strength. I'm getting you out of here. Brauchst du noch das Tagebuch? Das Tagebuch? Tagebuch? Don't try to spare me. As a physician, I know all too well when it's too late. Punctured lung, broken ribs, and internal bleeding. An accurate diagnosis, wouldn't you say? Edgar, what happened? They wanted me to confess. Beat me black and blue. Jeffrey McCullum ambushed me at the Pembroke Hospital. He was convinced you and I were responsible for the Skull epidemic. I never imagined that self-righteous fanatic would dare to attack us in the open. What became of him? To prove him wrong, I let him go. Really? Are you sure that was the wisest course of action? Muss. Time will tell. The most intriguing part of his accusation was that you and I were the pawns of some ancient vampire. William Marshall. Yes, they tortured me to make me confess the same nonsense. Sind wir von William Marshall? Wollte mir das jetzt hätte sagen? Ich habe Zweifel, sie verbergen etwas. Ich glaube ihnen. Oh Gott, sollte ich in der Situation das sagen? Ich mach das einfach. I think you're hiding something, Edgar. What do you mean? William Marshall, for example. You speak of him as if you know him. How is that? Jonathan, I cannot say I'm ready for another round of questions.
Sie glauben, wir hätten die Epidemie geschaffen? Why would the guard of Priwen believe you and I created the vampire epidemic? Maybe due to our profession? Because I offered you shelter in my hospital. Oh, da gibt wirklich nur kurze Antworten. Kann ich verstehen. Dem geht's, glaube ich, wirklich nicht gut. Über William Marshall. What can you tell me about William Marshall? Not much. History paints the story. He was the greatest knight who ever lived. Amongst the immortals, he had a yet greater legend. Wow, warum ist die Wache von Priven besessen von ihm? Wie kommt er zu solch einem Ruf? Why is the guard of Priven so obsessed with him? He was the only ancient vampire to escape the first great hunt launched by the guard of Priven in 1854. They believe he's an evil creature plotting his return. Okay, und wie kommt er zu so einem Ruf? Why would he deserve such a reputation? I cannot say. The Brotherhood of St. Paul Stole has next to no intelligence on him. All I know is that he's supposed to be the oldest of all the British vampires. Okay. Oh je, Sie sind mir eine Erklärung schuldig. While investigating the epidemic, I read some of McCullum's findings. I think you have some explaining to do. I have nothing to hide, Jonathan. Nothing at all. Doris Fletcher war wahrer Name? Do you know Doris Fletcher's real name? No, I'm afraid not. Her real name was Doris Jones. She was the daughter of Harriet Jones. What do you want me to say, Jonathan? Ich weiß es nicht. Erinnert sie sich an Harriet Jones? Do you remember when we suspected Sean Hampton of killing Harriet Jones? Yes. Terrible episode that came as a shock to us all. Harriet Jones faked her own death. When I found her in the sewers, she confessed she wanted everybody to pay for what happened to her. That woman was extremely bitter, full of hatred and festering anger. Genau, Sean Hampton. Doris Fletcher hat sich in Pembroke angesteckt. Doris Fletcher visited her mother at the Pembroke Hospital. That's how she first got infected. I know nothing about that. Miss Fletcher once came to visit the sick. That is all I know. No, Edgar, there is more. Doris Fletcher was Harriet Jones's daughter. They exhibited the same symptoms. Blind hate and strong physical mutation. What does this sad story have to do with us? Wissen Sie, wo wir sind? Do you know where we are? Doris Fletcher's theater. This is where that hateful creature plotted to spread the epidemic across London. I only briefly met Miss Fletcher once when she visited the Pembroke Hospital. You say it was to see her mother. She seemed like such a sweet and graceful woman. Yeah. My point exactly. The disease turned her into a bitter soul, driven by vengeance, just like her mother. A symptom of all the infected patients. Certain diseases are known to produce similar effects. Rabies, for example. And rabies is not the devil at work. Warum redet er das runter? Erkennen Sie das Muster nicht? Come on, Edgar. Don't you see the pattern here? The epidemic? The link between Doris and Harriet? The suspicion of McCullum? How could I? I never saw Harriet Jones again after she fled the hospital. Dies ist kein Zufall. Doris and Harriet shared more than a hidden family bond. They were the embodiment of the epidemic and are linked to the Pembroke Hospital. Come on, Edgar, this is no coincidence. I swear, I'm at a complete loss. All I did was administer vampire blood to cure old Harriet. There was no evil plan, no diabolical plot.
Vampirblut? I tested the regenerating and healing properties of vampire blood on Harriet Jones. My only intention was to find the cure for influenza, I swear. Whose blood did you use? William Marshall's? Mine? Lady Ashbury's. While transfusing her with human blood, humanely appeasing her hunger, I also kept samples of her blood for my research. You used her blood on Harriet Jones? My God, Edgar, that's unethical. You betrayed two of your patients at the same time. I made a mistake. But what is science if not trial and error? We both know it, Jonathan, we both know it. What a poor justification for your morbid fascination and thirst for glory. You have worked beside me. You saw what I'm doing at Pembroke Hospital. Jonathan, you know I'm not an evil soul. Just another victim of this tragedy. Nee. Oh, what the fuck? Nee. Scheiße. Moment, mal ganz kurz. Lady Ashberrys Blut? Das bedeutet doch aber, dass Lady Ashbury irgendwas im Blut hat, was diese Mutation auslöst, oder? Sägt es gerade falsch. Ich dachte erst, dass er, also erst dachte ich, dass Lord Redgrave, weil der kann ja auch nur Skulls erzeugen, weil er nicht rein ist. Und dann dachte ich, es vielleicht von dem Marshall, weil der vielleicht auch nicht rein ist. Okay, wisst ihr was? Ich beende jetzt den Part, aber jetzt wirklich, der geht schon so lange. Ich weiß, das ist super fies, aber ich bin extra schon hier reingegangen, um, dass es nicht ganz so fies ist. Und bevor ich jetzt noch einen Monolog anfange, ich möchte mir... ich mach's gleich im nächsten Part, dann sehen wir uns im nächsten Part wieder bei Vampire. Ach du Scheiße. Oh mein Gott. Oh mein Gott, nein. Wir machen das gleich. Ach du Scheiße. Oh Gott, nein. Gut, ich beende erstmal den Part. Vielen Dank fürs Zuschauen. Sorry, dass vielleicht ein bisschen länger geworden ist, der Part. Huiuiui. Ach du Kacke. Bis dann. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis gleich.